Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zu Let's Play Fallout 4. Ja, ich bin jetzt immer noch merkwürdig. In der letzten Folge haben wir einige Spielzeugteile gesammelt für diesen einen Typen im Slog. Slog. Und jetzt sind wir hier wieder an meiner Basis, wo schon wieder beschissenes Wetter ist. Jedes Mal ist hier beschissenes Wetter. Offscreen hat sich, glaube ich, nicht so viel getan. Ich habe zwei neue Sachen gekauft. Einmal den Mantis Armschutz und Mantis Beinschiene. Ich glaube, die beiden Sachen habe ich geholt, ja. Weil irgend so ein Typen im Bunker Hill, der hin und wieder mal auftaucht, so ein fahrender Händler oder so, war verdammt teuer und ja, hat sich aber, glaube ich, gelohnt. Und ich hatte eigentlich was sehr Komisches vor. Ich wollte nämlich hier bei meiner Rüstung habe ich, wie man sehen kann, Voltec-Lackierung jetzt angebracht, was ein bisschen gut aussieht, ne? Aber das Problem ist, also was es eigentlich tun sollte, ist, wenn alle Teile hier Voltec, Lackierung haben, dann bekomme ich einen Charisma-Bonus. Ja, macht ihr das mal. Und ich wollte jetzt eigentlich mit meinen, weiß nicht, meinen Klamotten, die ich benutze, um mein Charisma zu erhöhen, mit dem ich immer kaufe und verkaufe, um bessere Preise zu bekommen, wollte ich halt in die Rüstung reingehen, mir den Charisma-Bonus von den Dingern hier holen und dann so viele Sachen wie möglich verkaufen und kaufen und all so was. Und den maximalen Bonus bekommen. Allerdings bekomme ich, glaube ich, null Charisma-Bonus. Weil das ist, glaube ich, auch irgendwie ein Bug, der nicht nur bei mir so ist, weil wenn ich alle Sachen anhab, dann steht bei meiner Rüstung plus null Charisma und ja. Das ist irgendwie, wenn ich wieder ein Glitch, der wahrscheinlich beheben werden muss. So, wollte ich nur mal sagen. Was haben wir denn vor? Ich will mal hier für die Minutemen was machen. Und zwar alte Waffen. Kehrt zur Burg zurück. Eine gewisse Ronnie Shaw ist gekommen, um mich zu sehen. Ich sollte in Form bringen, was er möchte. Okay. Und deswegen suche ich jetzt hier schon wie blöde die ganze Zeit den Preston. Weil eine Minuteman-Mission. Hi, warum guckt ihr mal alle hier? Weil Minuteman-Mission bedeutet wahrscheinlich, dass er Hallo. Die Burg hat sehr anscheinend oft. versucht, dich über Funk zu erreichen. Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir So. besser mal ansehen. Kann ich was für dich tun? Ja, du kannst mitkommen. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Alles klar. Gut, und ich glaube, der Pirat hier will mit mir reden. Hancock? Hey. Können wir uns mal kurz unterhalten? Aber na klar. Natürlich. Was gibt's? Also, ich muss dir sagen, Ich bin ein die Ghoul. Sache mit Bobby. Ich meine, dass du sie erledigen solltest. Ich bin nicht stolz darauf, dich damit Ihn. eingezogen zu haben. Dieser ganze Da stand jetzt Diktator-Dienst ihn. ist eigentlich nicht mein Spiel Ziel. weiß auch nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Sie wollte uns beide betrügen. Sie zu erledigen war die richtige Entscheidung. Stimmt. Trotzdem ist sie unsretwegen von der Bildfläche verschwunden. Diese Scheiße ist der Grund, warum ich überhaupt Bürgermeister geworden bin. Davor hat ein Arsch namens Weg ziemlich lang das Sagen in der Stadt. Der war Abschaum. Hat uns Gammler wie seine Der Typ aus Red vs. Blue. Mit seinen Schlägern hat er Hey, die Leute auf Dude. Linie gehalten. Ab und zu ließ er sie von der Leine, damit sie mal Dampf bei der Bevölkerung ablassen konnten. Leute mit Häusern konnten die Tür absperren. Ihr Gammler aber nicht. Eines Nachts hat ein Gammler was zu ihnen gesagt. Sie haben ihn wie eine Dose Cram aufgerissen. Und wir standen alle nur da. Haben nichts gemacht. Gib dir nicht die Schuld. Ihr wart halt in der Unterzahl. Wahrscheinlich hätte sie euch auch getötet. Stimmt. Trotzdem war das charakterlos. Ich fühlte mich wie der letzte Dreck. Danach habe ich mich komplett abgeschossen. Auf dem Boden des Old State House kam ich wieder zu mir. Direkt vor John Hancocks Klamotten. John Hancock, erster amerikanischer Krimineller und Verteidiger des Volks. Vielleicht war ich noch high. Aber die Kleidung hat mir gesagt, was ich tun musste. Ich habe den Kasten zerstört, sie angezogen und ein neues Leben begonnen. Als Hancock. Danach wurde ich clean, organisierte mich, überredete Cleo, mir ein bisschen Material zu leihen. Ich stellte einen Gammlertrupp zusammen und ging zum Training in die Ruinen. Wir wollten bereit sein für den nächsten Streifzug von Dicks Leuten.
Was macht Nick da im Hintergrund? Er muss immer das Spotlight hier irgendwie klauen, kann das sein? So ein bisschen Michael Jackson Musik mit und Mal wieder ist jemand von meiner umwerfenden Persönlichkeit geblendet. Nein, nein, das war nur der Du hier Hintergrund. stehst und nicht weg, weißt wohl, dass alles gut gelaufen ist. Oh ja. Eines Nachts haben wir uns vorbereitet, ließen sechs Jungs sich verlaufen, sprangen aus den Fenstern und von den Dächern, wo wir uns versteckt hatten. Sie wussten nicht, wie ihnen geschieht. Wir mussten nicht mal schießen, aber wir taten es. Verdammt. Das war ein Massaker. Als wir sie erledigt hatten, spazierten wir direkt in Vicks Quartier im State House, legten ihm ein Seil um den Hals und warfen ihn vom Balkon. Da stand ich nun, die Waffe in der Hand mit Hancocks Klamotten, und schaute die Bewohner von Goodnever an, die sich unten versammelt hatten. Ich musste was sagen. Beim ersten Mal wirkte es gar nicht, als wären das meine Worte. Aus dem Volk, für das Volk. Meine Antrittsrede. Ich wurde Bürgermeister Hancock von Goodnever. Ich schwor nie wieder, nur daneben zu stehen und zuzusehen. Niemals wieder. Und jetzt bist du hier. Und das musst du auch nicht. Wir werden uns gemeinsam um das Commonwealth kümmern. Gut. Ich hoffe, du kommst auch dahin, wo ich war. Ich will niemandem Schaden zufügen, der es nicht verdient hat. Allerdings scheint es mir, als wäre das auch dein Plan. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich genug für heute geplappert. Wollen wir gehen? Nein, ich gehe mit Preston. Nick, ehrlich. Warte, ich helfe dir. So. Weitermachen. Gut. Wir gehen zur Burg. Ist auch schon ein bisschen her. Was wollen die denn schon wieder? Haben die eine neue Siedlung gefunden, um die ich mich kümmern kann? Oh, ey. Wäre schon froh, der mich nicht hier schon direkt damit anquasselt wieder. Irgendwann muss halt nochmal am Ende sein. Obwohl, das ist eigentlich bestimmt sehr gut zum Leveln. Mal so ein paar Raider oder irgendwie sowas töten. Oder Ghule, Supermutanten, was auch immer. Könnte man eigentlich Ich gut hätte nie leveln. gedacht, unsere Flagge wieder über der Burg wehen zu sehen. Ja, okay, was wollt ihr von mir? Was ist los? Ich will nur ein bisschen handeln. Nein. Ich glaube, wir fangen wirklich an, etwas zu bewegen. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Wer bist du? Ich bin Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das, bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten ja ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Was zum... Was willst du denn nun wirklich? Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schaue mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben Ja, und ich mach dabei, Press mir andauernd Quest gibt's. Hm. Immerhin versuchen wir, den Leuten zu helfen. Kannst du das auch von dir behaupten? Werd mal nicht frech, Jungchen. Ich war schon lange vor deiner Geburt ein Minuteman. Aber ich habe ein paar gute Dinge über dich gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Danke. Erfahrene Soldaten können wir immer gebrauchen. Ach, was du nicht sagst. Aber ich habe da an etwas anderes gedacht. Ich bin Alte Waffen. vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Okay, zeig es mir. Sind ja schon wieder passiert, als ich weg war. Ach, das Ding, okay. Ich habe mich schon gefragt, was das sein soll. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt.
Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Ja. Warte mal, ich hol mal mein Fatman raus. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die... Wir buddeln uns von unten durch. Ich tue auch ausnahmsweise mal mit etwas weniger Klamotten durch die Gegend laufen. Ich kann ihn aktivieren. Was? Damit ich meinen Fatman mitnehmen kann. Und ja. Rückblickend betrachtet benutze ich sowieso nicht alle Sachen. Hey, warte mal. Wer hat denn hier nichts zu tun? Du hast nichts zu tun. Das ist ein Laden. Ja, geh mal da ran. Einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Ja, und sitze ich hin? Komm schon, General, lass uns die Trümmer wegpusten. Komm schon, General. Du musst doch was haben, mit dem sich die Trümmer beseitigen lassen. Wir sollten unsere Munition nicht verschwenden, oder? Was genau? Bauen? Was soll ich denn hier bauen? Was muss ich hier bauen? Ich mal an eine Ahnung. Wird aufsprengen versuchen. Okay, geht so eine Energie. So. Hi. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Okay, cool. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Mal sehen, was... Klar. Na klar. Ich will es auch mal für Geld verlangen. Okay, da führt eine Dingens entlang, eine Leitung. Muss ich irgendwas Strom, obwohl hier endet das. Hey. Ich hoffe, du weißt, wie man diesen Schutt wegbekommt. Hab ich Granaten dabei? Eine habe ich. Entdeckung. Das hat nicht funktioniert. Aber was muss ich denn bauen? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ich bauen soll. Können wir ruhig mal einen Tipp geben oder so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier irgendwas bauen muss. Weil das sind so Sachen... von denen man ja extra einen Perk braucht. Wenn man dieses Perk gerade nicht hat, kann man ja schlecht irgendwie
Keine Ahnung, was soll ich hier bauen? Okay, einer muss mir ja helfen. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Boah. Ich hoffe, die Sendung hilft dir. Weil ich kriege auch gar keinen Tipp, wenn ich mal an der Ahnung, was ich machen soll. Ich mache nur Freude, aber wir müssen einen Weg hineinfinden. Ja. Ich baue jetzt einfach mal einen Geschützturm hin. Was? Boah. Ich hoffe, den Arm nehmen. War alles. Boah, also einfach war das. Leck mich. Burgtunnel, ja. Boah, das war schon wieder so blöd. Also wenn er wenigstens stand oder so, schafft den Schutt so weg. Sieht mir nicht so ein, als wie ein Zeichen, das wir kennen. Stimmt so vor langer Zeit. Und dann aktiviert er das beinahe. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Okay. Oh, Kanonenkugeln, das sind Munition. Für meinen Breitseite, den ich auch mal benutzen sollte. Ein paar dahinter geflogen. Okay. Na gut. Wupp. Nicht gut, dass man mit VATS Minen anvisieren kann. Jetzt will ich hier nur reintreten, weil... Uff. Was? Was willst du dann? Fusionszellen. Nein. What? Okay. Ein Sieb, das gibt mir Aluminium, weil ich oft brauche in letzter Zeit. So. Boah, was ist denn hier schon wieder passiert? Du bist auch irgendwie blöd, ne? Hey, was ist denn mit denen los? Oh, okay. Ja, blöd, wenn so Minen hochgejagt werden, wenn irgendwie Zeug in der Nähe rumliegt. Wird immer durch die ganze Gegend irgendwie geschmissen. Da muss ich mal suchen, wo das ist. Ich lese mal meine Waffe raus. Ja, Fusionskern. Ich weiß überhaupt nicht, was ich perkmäßig hier hochleveln soll. Ich habe im Moment alles, was ich brauche. Aber speichern, weil das war schon wieder, ja. Warum reagiert der nicht mehr so? Oh. Ich krieg eine Menge Splitterminen hier raus. Ich glaub's nicht.
Hätte nie. Der Sarge noch hier unten. Keine Sorge, er gehört zu uns. Ja, ich sehe es. Aua. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Alter! Ich glaube, Preston tut den seinen Weg versperren. Und aufpassen, das Ding explodiert auch. Mal schauen. Dün, 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 dün. Den beiden geht es bestimmt gut. Kann ich die ganzen Dinge oder aufheben hier? Hm. Ach ja, habe ich auch irgendwie gesehen, wie das durch die Gegend geflogen ist. Wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Hilfsmittel. Und ja, ich habe meine ganzen Drogen hier verkauft. So Buff Out, Mad X und all so was, um das ganze Geld wieder reinzukriegen. Mit Mantis Klamotten finanzieren zu können, die irgendwie 7000 oder so gekostet haben. 2 Fusionskerne. Aluminium, danke. Brauche ich. Für das Kammernerz. Verdammt, ist so lange her. Wenn du auch wieder eine Verbündete wirst, ne? Und dann gibt's hier schon viel zu viele, finde ich. Muss vor einiger Jahren noch die ganzen, mit einigen hier noch Dingens hier, meine Liebe vergrößern, um die ganzen Effekte und Boni zu bekommen. Oh, ja, Sicherheitsterminal war bestimmt für den Zart schnell. Nein, nicht schließen. Schon wieder schließen? Das erklärt die ganzen Minen. Warte, ich komme gleich auf dich zurück. Das ist wow, General Necker. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Hm. Watt? 45, das ist gar nicht mal schlecht. So, ich bin jetzt der General. Die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Ja, ich hab mir das. Dein Kampf ist zu Ende, aber die Minen bestehen weiter. Gleich mal so schlecht. Lohnt nicht, wegen einer Sache sentimental zu werden, die vor 40 Jahren passiert ist. Komm, wir sind fast durch. Okay. Wir geben ganz schön Verteidigung, die Sachen. Nur blöd, dass meine anderen Sachen viel mehr Verteidigung geben. Ich kann keine anderen Sachen tragen, leider. Einzige, was ich hier unter alle Sachen tragen kann, ist meine Vault-Klamotte. Oh, sind wir da? Okay. Da wären wir. Ich hab gesagt, dass ich uns da reinbringe. Mal sehen, was noch übrig ist. Du. Hui,
Events habe ich schon gesehen. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Und das Sahnehäubchen. Baupläne für Artillerie. Hm, cool. Oh, das sind Modifikationen. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Ich bediene mich mal dann hier. Baseballgranate, was? Was war noch mehr drin? Oh. So. Mal kurz gucken. Ja, die Burg ist verbunden. Gut, das heißt, ich kann all meine Sachen jetzt hier nicht. Was? Achso, da muss ich dann wieder ein. Okay. Okay. Ich muss zugeben, Ronnie. Artillerieunterstützung zu haben, wäre ziemlich nett. Wir haben Tod und Verderben auf Todeskrallen und Supermutanten herabregnen lassen. Es war großartig. Okay, schnapp dir die Baupläne und dann los. Vergiss nicht, auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Danke. Rauchgranaten, na hier. Okay, oh, ist auch noch was. Ja, geil. Gut. Ich habe gerade gesehen, da waren auch noch Sachen drin, ne? Ja, damit. Alles nehmen. Dann kann ich das alles nämlich in meinen Dingens hier einlagern, in meiner Werkbank. Da würde ich sagen, obwohl ich hoffe, die spricht nicht direkt mit mir, wenn ich jetzt hier rausgehe. Wo ist die Werkbank? Da ganz hinten, ne? Oh Mann! Hast geschaut, okay, ich werde dann offscreen alles einlagern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.